Mittagsessen. Ich habe was Interessantes gefunden hier. Das Interessante, das ist Schafkopf. Schafkopf, die machen das in Tandoor hier rein und kocht das so 3-4 Stunden. Und ich wollte das probieren. Das so klingt ein bisschen komisch, aber mal schauen. Also 120 Jahre traditionell Essen in dieser Straße, was hier neben mir ist. Das sind alle die kochende Schaf. Kopf oder ganze Schaf in Tandura. Ja, aber das sieht richtig gut aus. Ne? Jetzt wir holen das raus und schauen und probieren, wie das aussieht. Bismillah, bismillah. Wow. Wow, das ist sehr heiß. Ja. Kamut. Milch. Ja. Kümmion und Salz. Nur das kommt drauf. Also diese Pflanze, was die, wenn sie das Schaf hat. Schafkopf, ne? Die machen nur eine Pflanze drauf. Also wenn die da in Tandura einmachen, eine Pflanze drauf und da diese Pflanze, das ist so Ersatz von Gewürze. Ne? Und die lassen gar keine Gewürze dran. Das ist nur der Schafkopf. Also die Pflanze gibt dieses Geschmack. Hier ist das Schafkopf. Hier sieht das aus. Ja, der ganze Schafkopf ist hier. Mit Tee, traditionell marokkanisch seit über 100, 120 Jahren. Wir haben es in Marokko hier gemacht, nirgendwo im Land hat er mir erzählt. Ja, wir probieren das, also sieht so okay, gewöhnungsbedürftig, also von Aussehen. Ne? Jetzt der Geschmack ist entscheidend. Die Zunge, oder der Zunge, die Zunge, ja, wow, das ist so heiß, ja, so ist das, Das ist unglaublich. So lecker. Schmeckt nicht so wie aussieht. Also es schmeckt sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Also ich bin überrascht. Ne? Von Geschmack her bin ich überrascht. Also wenn man in andere Länder ist, dann muss man was anderes probieren. Man weiß nicht, wie das schmeckt. Sehr leicht. Hier ist ein Auge. Das
Ich hol das Auge raus. Wow, guck mal. Also Augen von Schaf. Wow. Das ist der Uhren von Schaf. Uhren von Schaf. Also zum ersten Mal, ich probiere mal Uhren von Schaf. Wie das schmeckt. Also, das schmeckt lecker. Schmeckt sehr, sehr lecker. Also, das lohnt sich, wenn ihr das probiert. Das schmeckt sehr lecker. Da kann man nicht beschreiben, diesen Geschmack. Ne? Das gibt es nicht über alles. Ne? Wenn man hier kommt nach Marokko, dann muss man auch traditionell auch was probieren. Ne? Nicht man guckt das Essen und sagt, nein, das schmeckt gar nicht. Ne? Man probiert das Essen und dann entscheidet man später, ob das schmeckt oder nicht. Muss man nicht weiter essen. Also Erfahrung 50 Jahre, als er 10 Jahre alt war, er ist hier gekommen und arbeitet er hier bis jetzt. Arbeitet 50 Jahre Erfahrung, mit jeden Tag das Gleiche. Wow. Also auf jeden Fall, ich komme wieder her. Wow. Wow. Hammer. Das Auge. Wow. Nur die Knochen, die kann man nicht essen. Das ist bekannt in Jamelf, ne? Über 120 Jahre entsteht dieses kleine Restaurant. Traditionelles Essen. Hier, der Mann ist seit 50 Jahren hier. Also Kommentar unten probieren und schreiben im Kommentar, wie das schmeckt. Also würde mich freuen. Ne? Also ich glaube nicht, dass jeder gefallen. Na, manche Menschen, die können sowas nicht essen, na, aber probieren, es lohnt sich. Na, das ist ein traditionelles Essen. Jetzt Essen ist fertig, jetzt Tee trinken. Saha wa raha. Bis Saha wa afia. Bis Saha wa afia. Schmeckt lecker. Auch marokkanischer Tee schmeckt ja sehr, sehr lecker. Danke, bis zum nächsten Mal. Ja, was ist hier?